Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute über Adressierung sprechen, und zwar über Adressierung im Netzwerk. Und dort brauchen wir vor allem die Adressen im Layer 3 in unserem OSI7-Modell, gell? Und dort haben wir diese IP-Adressen. Gell? Und ja, das sind nicht die einzigen Adressen, die wir kennen. Gell? Es gibt auch in Layer 2 Adressen, gell? Und die müssen wir ganz stark unterscheiden. Gell? Also die Layer 2 Adressen, die Layer 3 Adressen sind zwei verschiedene Dinge. Gell? Also Layer 3 Adressen, im Network Layer haben wir die IP-Adressen. Und die IP-Adressen, die haben eine globale Sicht der Dinge im Netzwerk. Gell? Also die kommen über das, was vorher ist, also was vor uns liegt, über diese grüne Wiese, in die wir einfach hineinrufen können und man hört uns dort, gell? Da kommen die darüber hinaus, gell? Da gibt es das Konzept des Routings, gell? Und ja, und wenn ein Paket, gell, eine Adresse hat und die gehört halt nicht nur so zur Nachbarschaft, gell, und das ist irgendwo weiter weg oder so, gell? Ja, dann wird da ja wird ein Paket gemacht, gell? Und so wie Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, gell? Und die Pakete, die machen sich dann auf den Weg, gell? Und ja, und da geht es dann über die Router hinweg, gell? Und in die weite Welt hinaus, gell? Und das können die IP-Adressen, gell? Ganz anders als die IP-Adressen sind die MAC-Adressen, gell? Also die MAC-Adressen, das sind diese Layer-2-Adressen, gell? Die also eine Schnittstelle im Netz kennzeichnen, gell? Entstanden da aus dem Ethernet damals, gell? Vor über 45 Jahren. Und die funktionieren nur in der Nachbarschaft, gell? Und wir brauchen die im LAN, gell? Also wenn wir da im LAN Netze verwalten, dann brauchen wir das, gell? Und die, ja, wer arbeitet damit, gell? Die Geräte im LAN, gell? Vor allem könnt ihr euch erinnern, die Switches, gell? Die führen diese Tabellen mit den MAC-Adressen, gell? Und die machen dann die Zuordnung, die wissen, an welchem Port die MAC-Adressen liegen, gell? Und machen dann eben so eine Liste, gell? Und lernen dann, hinter welchem Port welche MAC-Adresse erreichbar ist, gell? Mhm. Aber das funktioniert eben nur lokal, gell? Also das ist ein recht eingeschränktes Konzept, gell? Wir können nicht eine Tabelle aller IP-Adressen haben und die ganze Welt da in einer Tabelle halten und dann wissen wir doch jetzt dahin, dorthin, gell? Also auf IP-Ebene. Das geht nur lokal. Und solange diese Lokalität nicht so groß ist, gell? Also wenn die das lokale LAN, das für uns sichtbar ist, gell? Also das irgendwo nicht zu groß wird, dann funktioniert das recht gut, gell? Also wenn man da, ja, wenn man die ganze Schule mit 300-400 Rechner alles, ja, ohne Subnet alles zusammenhängen, gell? Ja, dann könnte man dort auch ein Problem kriegen in der Leistung, gell? Also wenn da die ganzen Quasseln und jeder hört, ah, was hast du gesagt und so weiter, das geht dann nicht gut, gell? Nein. Gell? Ja, gehen wir noch ein Stück zurück. Wie ist denn das mit der Adressierung? Woher kommt die Adressierung, gell? Und die Idee hinter der MAC-Adresse ist, dass diese Adressierung vom Hersteller kommt, gell? Also der Hersteller, der schreibt die Adresse darauf, gell? Und da haben wir so ein Beispiel einer Hardware, gell? Und da steht die Adresse drauf, gell? Okay? Das, ja, davon geht man heute, ja, das stimmt schon, das ist so, gell? Also der Hersteller muss der Schnittstelle eine MAC-Adresse vergeben, gell? Wie die Geräte, die Schnittstelle dann im Netz auftreten, gell? Da erlauben die meisten, auch viele Hersteller und die dazugehörigen Betriebssysteme dann auch, dass das da vielleicht anders konfiguriert wird oder sogar zufällig vergeben wird oder so, gell? Weil man da nicht immer mit der gleichen Nummer auftreten will, gell? Also da gibt es mehrere Situationen. Aber es ist wichtig, dass diese Adresse, die wir auf einer Schnittstelle haben, eindeutig ist und vom Hersteller beim Ausliefern schon vergeben worden ist, gell? Und ja, warum? Warum? Weil es Dienste im Netz gibt, gell, sogenannte DHCP-Dienste. Und diese DHCP-Dienste konfigurieren unsere Geräte und die Netzwerkeigenschaften unserer Schnittstellen auf den Geräten. Und diese Eigenschaft, gell,
die kann von der MAC-Adresse abhängen. Gell? Also das heißt also, auf der MAC-Adresse, die wird dann angeschaut und je nach MAC-Adresse wird dann eine Konfiguration vorgenommen. Deswegen sollte nicht irgendwo eine zufällige MAC-Adresse irgendwo verwendet werden. Gell? Oder noch schlimmer, gell? Wenn die MAC-Adresse zufällig ja, zwei also Schnittstelle, zwei Schnittstellen die gleiche MAC-Adresse haben, das wäre ja schlimm, gell? Das könnte, ja, soll theoretisch nicht vorkommen, gell? Aber ich muss sagen, es ist uns einmal passiert, gell? Das lange ist es her, dort haben wir damals die neue Schule bekommen in der Sorrentostraße, haben das Netz aufgebaut und dann hat es nicht funktioniert, gell? Ja, irgendwie blöd, gell? Also haben wir gesagt, ja, warum, wieso, gell? Haben wir gesucht. Irgendwann haben wir entdeckt, es hat doch glatt zwei Rechner mit der gleichen MAC-Adresse gegeben. Gell? Das war nicht nett. Gell? Also damals haben wir also tatsächlich in diesem ganzen Pool von Rechnern, die wir als Neuausstattung bekommen haben, zweimal die identische MAC-Adresse bekommen. Gell? Okay, ja, soll es nicht geben. Gell? So, also diese MAC-Adresse haben wir gesagt, gell, die soll der Hersteller vergeben. Das ist ja so, das ist so wie im richtigen Leben gibt es das auch, dass es Nummern gibt, die werden gleich am Anfang vergeben. Gell? Also zum Beispiel, gell? Also jemand kommt auf die Welt und als erstes, was er bekommt, ist eine Steuernummer. Gell? Das ist wichtig, gell? Damit man später weiß, gell, unter welcher Nummer man seine Steuerschuld dann zu begleichen hat. Gell? Also ist ja klar. Gell? Also früher war es mal nicht so genau, weil da hat man dann vielleicht die Steuernummer beantragt, als man zum ersten Mal arbeiten gegangen ist oder so, gell? Also ist heute nicht mehr so, gell? Also heute, gell, man kommt auf diese schöne Welt, gell, bekommt eine Steuernummer, gell? Und ja, die behält man dann, gell? Das ist wie eine Schnittstelle mit der MAC-Adresse, die wird auch behalten vom Gerät, von der Schnittstelle, gell? So, und die IP-Adresse aber. Die IP-Adresse, die wird nicht vom Hersteller vergeben. Die IP-Adresse, die wird vom Administrator vergeben oder vom DHCP-Server vielleicht zufällig, gell? Gell? Oder ja, wenn ihr zu Hause euer Netz verwaltet, gell? Ja, dann heißt es ja, gell? Ja, schau mal da, gell? Welche Adressen willst du vergeben, gell? Du könntest ja das mit deinem DHCP-Server machen lassen, macht man ja relativ häufig, gell? Oder man kann das auch manuell machen, gell? Oder man kann auch eine statische Einstellung im DHCP-Server vornehmen, das geht auch, gell? Sagt man, okay, diese Schnittstelle da, gell, die bekommt dann eine bestimmte Adresse und nicht eine zufällige Adresse, gell? Das ist vor allem so für Serverdienste wichtig, dass die nicht irgendwie so zufällig herumliegen, gell? Also dann wäre ja lustig, wenn man Serverdienste irgendwie zuerst mal suchen muss, gell? Also, und zwar mal schauen, welche IP-Adresse der so hat, gell, also, na, das soll schon eine statische IP-Adresse haben, dann normalerweise, gell. Also, auf jeden Fall, die Steuernummer, gell, das ist so ein Ding, das kriegt man am Anfang genau wie die MAC-Adresse. Oder ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ist die Fahrgestellsnummer, gell, also, die Autos bekommen. Gell? Also die werden dann so irgendwo in der Karosserie, gell? Irgendwo so eingeritzt, gell? Oder ja, auch unter der Scheibe da, gell? Oder es gibt einen französischen Hersteller, der geht es auf der Scheibe eingravieren, gell? Wenn da einer mal einen Langfinger ins Auto mitnimmt, gell? Und der würde da vielleicht da so die Fahrgestellsnummer im Fahrzeug auf der Karosserie da so abschleifen und neu eingravieren zum Beispiel. Aber da müsst ihr dann beim französischen Hersteller alle Scheiben austauschen, gell, um die Nummer zu verstecken, gell. Also das wäre schon eine enorme Arbeit, gell. Und ja, und diese Nummer, gell, also gibt es so Plaketten, gell, im Motorraum denn zum Beispiel, gell. Das dort ist am einfachsten zugänglich, gell? Oder irgendwo auf der Karosserie dann eben noch versteckt, dass es eben sehr aufwendig sein soll, eine solche Fahrgestellsnummer eines Fahrzeugs zu verändern, gell? Also, und ja, wenn so die Autos verschwinden oder so, gell? Und dann werden diese Sachen da alle abgeändert, gell? Dass man halt dieses Auto, das verschwunden ist, später nicht mehr identifizieren kann, gell? Und ja, im Gegensatz zur Fahrgestellsnummer, gell, gibt es dann Nummern am Auto, die können
verändert werden. Gell? Also das Kennzeichen des Autos. Gell? Das Kennzeichen des Autos, das bestimmt nicht der Hersteller. Gell? Ja, wenn ich also ein Auto kaufe und die bringst du her, geh in Bozen da, ja, an die Zulassungsstelle da im Landhaus 2, gell? Dann beantrage ich dann ein Kennzeichen für mein Auto. Gell? Oder es macht der Händler für mich, gell? Also ist das noch einfacher, gell? Aber es macht nicht der Hersteller, gell? Sondern es macht dann, ja, macht dann die Zulassungsstelle, gell? Die Zulassungsstelle vergibt also dann ein Kennzeichen für das Auto und das ist dann halt, ja, für mein Auto in meiner Region dann, gell? Also wir haben ja bei uns in Italien seit Jahren so nicht mehr so Provinzkennzeichen, gell? Also dort haben wir also einfach so durchnummerierte Kennzeichen nach einem bestimmten Schema und das soll dann sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte lang funktionieren, bis dann die Nummern irgendwann vielleicht mal ausgehen oder auch nicht, gell? Also wer weiß, ob wir dann ewig Auto fahren und Auto kaufen werden, gell? Ja, und die IP-Adressen, können wir die IP-Adressen mit dieser Fahrgestellsnummer vergleichen oder können wir die IP-Adressen mit dem Kfz-Kennzeichen vergleichen da. Weil, ja, die IP-Adresse, die ist wie das Kfz-Kennzeichen. Das vergibt nicht der Hersteller. Die IP-Adresse vergeben wir. Gell? Okay. Und das Kennzeichen im Auto, es vergibt dann die Zulassungsstelle. Gell? Aber nicht der Hersteller. Gell? Mhm. Ja, also, gehen wir jetzt mal weiter. Gell? Also das mit den Autos ist zwar interessant, gell? Vor allem wo diese Fahrgestellsnummern da alle versteckt sind, gell? Aber gehen wir zu unseren Adressen im Netzwerk, gell? Ja, die MAC-Adressen, gell? Wie gesagt, kommen von einem Hersteller der Schnittstelle, gell? Also haben wir in einem Computer mehrere Netzwerkschnittstellen, dann haben wir auch mehrere MAC-Adressen, gell? Also für jede Schnittstelle eine. Und ja, wenn wir da mal schauen, gell, wie ist denn das aufgebaut, gell? Ja, da gibt es eigentlich so mehrere Sachen, aber typisch ist so eine zwölfstellige, hexadezimal zwölfstellige Zahl, gell? Also jeweils noch zwei hexadezimalen Stellen, also zwei hexadezimale bilden dann ein Byte, gell? Haben wir insgesamt 6 Bytes, gell? Oder 48 Bits. Und dort unterscheiden wir, und zwar die ersten 3 Bytes, gell, oder die ersten 6 hexadezimalen Stellen, die kennzeichnen den Hersteller. Die letzten 6, die kennzeichnen hingegen nicht den Hersteller, sondern das, ja, die Seriennummer praktisch des Herstellers. Gell. Also da spricht man manchmal dann auch von der Vendor-ID, also Hersteller-Identifikation und die Device-ID, gell? Also die Geräte-Identifikation, die der Hersteller vergeben hat. Gell? Und das zusammen ergibt dann unsere MAC-Adresse. Gell? Und das ist da ganz nett, wenn wir da mal ein bisschen runtergehen. Dort finden wir eine kleine Tabelle mit ein paar Hersteller-IDs. Gell? Okay, also da sehen wir da, aha, 00508B, das hat damals Compaq bekommen, gell? Also Compaq als Firma wurde dann von der HP übernommen und gibt es nicht mehr, gell? Oder Intel 00079, gell? Und so weiter. Und die Nummern dahinter sind dann die Gerätenummern, die dann ja, eben der Hersteller vergeben hat, gell? Und ja, wenn ihr so einen Pool alles gleicher Rechner irgendwo im Netz habt, dann seht ihr, dass die Hersteller-ID vielleicht ganz ähnlich ist, wenn diese Geräte gemeinsam gekauft worden sind, gell? Oder sogar identisch. Gell? Und dahinter die Geräte-ID, die Device-ID, die läuft dann. Gell? Okay? Ja, schön. Also diese MAC-Adresse, die, ja, woher bekommen wir sie? Wir bekommen sie vom Hersteller. Können wir sie abfragen? Hier schauen wir mal, wenn wir da mal if-config machen, gell? Mhm. Weil dann sehen wir da, aha, da haben wir 3 Netze, gell? Also eines ist das, ja, diese Loopback da, also dieses interne Netz, gell? Das ist nicht nach außen sichtbar, aber wenn ich keine Schnittstelle habe, dann funktioniert das Loopback immer noch.
Und dann habe ich zwei andere Netze, zwei andere Schnittstellen. Und zwar habe ich einmal hier dieses Ethernet, gell? Und wir sehen, da ist keine Adresse vergeben, gell? Das ist nicht konfiguriert. Ich habe hier keine Kabel dran. Ich hänge nicht über Kabel in einem Netz, gell? Aber ich sehe da, aha, da ist die Hardware-Adresse, gell? Und das da, das ist die MAC-Adresse, was Sie da als Hardware-Adresse bezeichnen, gell? Und das andere Netz, da ist ein W voraus, gell? Also da, das war ein E voraus, Ethernet, gell? Und das W, das wird dann, das wird das Wireless sein, gell? Mhm, okay. Und dort, aha, dort habe ich da eine Konfiguration des Netzes, gell? Und ich habe auch die MAC-Adresse, gell? Okay, also habe ich hier zwei Schnittstellen und zwei MAC-Adressen. Und ja, das ist dann die MAC-Adresse, die ich dann verwenden kann, wenn ich zum Beispiel den DHCP-Server konfiguriere. Wenn ich nicht sage, ja, vergib halt irgendwelche zufälligen Adressen, wenn da jemand kommt, gell, also, Moment mal. Wenn der Rechner von Lunger kommt, dann kriegt er dann eine bestimmte Nummer, gell? Und wie kann er das machen? Indem er diese Nummern da diesen Geräten zuweist, gell? Also kann man die MAC-Adresse beim DHCP-Dienst abfragen und je nach MAC-Adresse dann eine Konfiguration machen, gell? Also bei Lungers Laptop ist das nicht so wichtig, gell? Aber bei einem Server und der Serverkonfiguration, gell, ist das da sehr wohl wichtig, dass man dort eindeutige Adressen vergibt, gell? Ja, und jetzt kommen wir mal zur IP-Adresse, gell? Ja, die IP-Adresse. Tun wir nochmal den englischen Artikel, die IP-Adresse. Die IP-Adresse, die ist entstanden mit der Entwicklung von TCP/IP in den 70er Jahren. Aber sie war damals nicht gleich wie heute. Und zwar, wenn wir da mal zurückgehen, gell, dann gibt es dort hier eine kleine Geschichte dazu. Gell, und zwar haben wir da am Anfang so eine Unterscheidung gehabt, gell? Und zwar haben wir eine bestimmte Anzahl von Bits dann gehabt, um das Netzwerk zu adressieren, 8 Bit hat es geheißen, und 16 Bit dann für den Rechner, gell? Also für eben die Hostadresse, gell? Sagen sie da, gell? Haben sie also zwei Zahlen gehabt und so, haben sie unterschieden zwischen Netzwerkadresse und Hostadresse. Mhm. Gell? Das ist heute ein bisschen komisch, aber ist eigentlich nicht so fremd, weil wir immer noch die IP-Adresse eigentlich unterteilen können in einen Netzanteil oder einen Hostanteil. Das ist das, was wir bei IPv4 eigentlich immer noch machen. Aber wir führen nicht zwei Adressen, gell? Okay? Wir führen nicht eine Netzadresse und eine Hostadresse. Also das war der Anfang. Und ja, wenn wir da bei 8 Bit für das Netz da sind, gell, das ist schon eher klein, gell, da mit 8 Bit, gell, also können wir nicht so viele Netze, nur ein paar hundert, gell, also dann adressieren. Mhm. Gell, also 2 hoch 8 ist 256, dann ist nicht alles frei, etwas ist reserviert, gell, also dann bleibt halt vielleicht 254 übrig dann, gell, okay. Ja, das ist dann so weitergegangen und dann hat man irgendwann mal gesagt, gell, also dass man da eben statt dem Host mit 16 Bit 24 Bit nehmen muss, gell? Das ist dann schon Fortschritt gewesen, gell? Also dann haben wir 8 Bit fürs Netz und 24 für den Host, gell? Also insgesamt 32 Bit, gell? Aber so ein bisschen unflexibel. Wir haben immer noch die 8 Bit fürs Netz, gell? Also wenige Netze haben wir machen können, gell? Und dann Anfang der 80er Jahre, dann ist fertig gewesen das IPv4. Und beim IPv4 hat man jetzt eine Adresse mit 32 Bit, also mit 4 Byte. Und den Netzanteil und den Hostanteil, den haben wir gemeinsam drinnen. Okay? Also wir haben Netzanteil und Hostanteil gemeinsam. Und es ist nicht vorgegeben, dass man eine bestimmte Anzahl fürs Netz haben muss und eine bestimmte Anzahl für die Hosts. Wir haben also hier eine Freiheit, den Netzanteil kleiner oder größer zu halten und damit mehr oder weniger Hosts im Netz zu haben. Gell? Nur die Gesamtbreite von 32 Bit, die ist vorgegeben.
Gell? Und das war also der Beginn von IPv4. Gell? Und wenn wir da schauen, das ist praktisch 40 Jahre alt. Gell? Es hat dann schon nochmal entscheidende Änderungen gegeben, anfangs der 90er Jahre, gell? Aber das Prinzip, gell, von 1981, das ist eigentlich fast unverändert. Ja, will ich das nicht sagen, fast unverändert, es hat sich schon verändert, gell? Aber die Idee, Netzadresse, Hostadresse und die zwei bilden gemeinsam 32 Bit, diese Idee ist erhalten geblieben. Gell? Und dieses IPv4, das ist, ja, das ist so stark verwurzelt, gell, dass eben dieses IPv4 fast die Einführung der nächsten Generation von IPv6 fast, ich will es nicht sagen, verhindert, gell, aber der Widerstand, gell, gegen die Einführung, der ist einfach groß, gell. Das ist, weil einfach ganz viele Leute inzwischen Jahrzehnte mit IPv4 arbeiten. IPv4 ist eigentlich relativ einfach, gell, im Verhältnis zu IPv6, gell, und das ist einfach dann so, dass diese Adresse, die am liebsten verwendet wird, gell. Ja, und dann eben IPv6, Next Generation, gell. Jetzt Next Generation, gell, also das ist jetzt nicht ein bisschen größer, sondern schon ganz gewaltig größer, gell. Also wir gehen von 32-Bit auf 128-Bit, gell. Wir haben also viermal so viel Speicher. Und das ist da schon ganz verdammt viel, gell. Und wenn man da mal schaut, gell, also 2 hoch 128, gell, was das bedeutet, wenn man das da mal hinschreibt, gell, dann kommt da solche Zahl her, gell. Und ja, und da ist verdammt viel Platz drinnen, gell. Verdammt viel Platz für Adressen. Und ja, man geht mal davon aus, gell, dass es niemals mehr Knappheit an Adressen gibt, gell, weil IPv4 ist genau das passiert, gell. Man hat damals vor 40 Jahren gedacht, ja, mit IPv4 da 32 Bit, 2 hoch 32, gell. 4 Milliarden Möglichkeiten, Adressen zu bilden, gell? Und da haben sie dann auch ein bisschen groß getan und gesagt, es gibt Klassen, die haben diese Eigenschaften und die haben andere, und da hat man eigentlich zum Schluss doch auf sehr viele Adressen verzichtet, aber trotzdem, man hat Milliarden von Adressen dann definiert, und mit Milliarden von Adressen hat man gedacht, da wird man für immer rauskommen, gell? Aber heute sind wir in der Situation, wo wir einfach mit den IPv4-Adressen ein Problem haben, gell? Weil eben nicht nur die Server im Internet Adressen brauchen, sondern auch Rechner, die im Internet teilhaben, gell? Und da, ja, da haben wir dann einfach ein Problem, gell? Also das heißt, wenn wir heute die ganzen mobilen Geräte, die im Internet teilhaben, mit Adressen ausstatten, die im Internet gültige IP-Adressen sind, gell, dann würde es nicht mehr gehen. Deshalb verwenden wir da heute ein Konzept. Oder eigentlich verwendet man schon lange, aber auch oder so für einen Einstieg ins Internet, und zwar das Konzept auch der privaten Adressen. Gell? Also ganz viele von uns, wenn sie auf dem Handy die IP-Adresse kontrollieren, die sie bekommen, dann bekommen sie eine IPv4-Adresse, die nicht, keine offizielle Internetadresse ist. Gell? Also wir bekommen eine private Adresse im Netzwerk unseres Providers dann. Gell? Und so ist halt möglich, dass man so mehr oder weniger über die Runden kommt. Gell? Jo. Also wollen wir uns das so ein bisschen anschauen, wie das ausschaut. Gell? Deshalb gehen wir da mal zum Artikel IPv4. Gell? Und ja, da wird das so ein bisschen eben eingeordnet, eben 1981, vor fast 40 Jahren, gell? Und da gibt es eben dann auch Geschichte und eben Zuordnung, gell, der Adressen, gell? Und ja, also als Zahl der Rechner im Internet, gell? Okay. Und ja, wir sehen, das geht da hoch, und das endet da eben 2005, gell? Die letzten 15 Jahre sind da nicht mal mehr da, gell? Auf jeden Fall, wenn man das da anschauen, gell, da ist die Jahrzahl 1981 gewesen, gell. Es gibt dann einen ganz wichtigen Punkt noch, und zwar 1993. 1993 haben sie diese eben Classless Interdomain Routing da eingeführt, und zwar haben sie dann diese Vergabe von, vor allem diese Vergabe zwischen Netzteil und Hostteil, also Netz- und Hostteil in den 32-Bit, flexibler gemacht, gell? Und das hat dann auch dazu geführt, dass man die
Adressen besser benutzen konnte und besser routen konnte. Also das Ganze ist dann eben qualitativ besser geworden, aber es hat dann eben nicht gereicht, dass die Adressen dann trotzdem irgendwo ausgegangen sind und dass wir heute eben mit IP-Adressen knausern, gell? So, auf jeden Fall. Das war, ja, und dann eben IPv6. Man meint, IPv6 ist ein Ding der Zukunft, aber eigentlich ist IPv6 auch schon 25 Jahre alt, gell? Aber während die ganzen anderen Geschichten IPv4 und eben dieses Classless da von IPv4, da Classless Internet Domain Routing dann recht gut umgesetzt worden ist, auch in Hardware und so und dann auch in der Administration, ist IPv6 eben nicht so spontan und erfolgreich und schnell umgesetzt worden. Und vor allem ist IPv6 auch eine lange Entwicklung dann gewesen. Also da hat man dann zwar vor 25 Jahren gesagt, IPv6 ist jetzt da, gell? Aber ja, dann hat man noch ein bisschen so gemacht und ein bisschen so gemacht, gell? Und das ist dann irgendwie eine Entwicklung geworden, ist auch unsympathisch geworden, gell? Und ja, also IPv6 haben sich dann viele einfach gewehrt, gell? Die Frage, gibt es heute IPv6? Und die Antwort ist ja, gell? Also IPv6, das gibt es, gell? Und wenn wir da geschaut haben, da haben wir es sogar irgendwo, gell? Also schauen wir mal, da ist eine, gell? Okay, also das heißt, meine Wireless-Schnittstelle hat nicht nur eine IPv4-Adresse, sondern auch eine IPv6-Adresse, gell? Okay, also so ganz unscheinbar ist IPv6 also trotzdem vorhanden, gell? Okay. Wir werden uns heuer eben in diesen letzten Wochen, die noch bleiben, nicht mit IPv6 beschäftigen. Das ist etwas, das, ja, das kalten wir uns auch für ein anderes Jahr, gell? Okay, ja, die IP-Adresse, gell? Wie können wir die IP-Adresse eben ja, betrachten, anschauen, gell? Und da gibt es so verschiedene Adressformate und da gibt es eine, die ist eigentlich überholt, gell? Und zwar sind das so die Netzklassen, gell? Und sie schreiben da auch, gell, also nicht mehr in Gebrauch seit 1993, gell? Aber das Aber ist folgendes. In der großen, weiten Welt draußen im Internet, dort haben ganz viele von uns eigentlich niemals die Möglichkeit und auch den Bedarf, irgendwelche IP-Adressen zu setzen, zu verändern, zu konfigurieren. Gell? Höchstens mal einen Server, der ins Internet kommt und das war's. Die Adresse, die wir fürs Internet vom Provider bekommen, gell, ist normalerweise eine Adresse. Und diese eine Adresse, die ist vom Provider meistens vorgegeben. Gell? Also, und auch die ist dann mit der Konfiguration dann auch fertig. Wo wir aber Konfigurationen vornehmen müssen, das ist im LAN. Und im LAN, gell, bei uns zu Hause oder in der Firma, gell, dort müssen wir Adressen verwenden, die sogenannte private Adressen sind. Und diese privaten Adressen, die gehen eben zurück auf diese Netzklassen. Gell? Also diese privaten Adressen, die gehen auf die Netzklassen zurück. Und dort, ja, deshalb schauen wir uns diese historische Netzklassen trotzdem an, weil eben die privaten IP-Adressen auf das zurückgehen und eben dann ja, auf das aufbauen, was eben vor 40 Jahren definiert worden ist und nicht nur auf das, was man dann eben anfangs der 90er Jahre dann gemacht hat. Gell? Und zwar, die Netzklassen definieren da also Fünfe, gell? Wobei eben das letzte da reserviert da steht und da steht für Multicast. Gell? Also diese letzten beiden, die lassen wir mal weg. Aber die ersten drei Klassen, die interessieren uns. Und zwar, da steht Klasse A, Klasse B und Klasse C. Diese Klasse A, B und C Netze, das sind dann Netze, wie wir sie dann auch im LAN, gell, mit privaten IP-Adresse wiederfinden und dort vergeben können und benutzen können und konfigurieren können, gell. Und im Internet draußen eben werden sie heute anders verwendet, gell? Auch im LAN, aber eben die LAN-Adressen basieren auf dieses Spiel.
Und zwar, damals hat man gesagt, die Adresse, die muss mit einer 0 beginnen, dann ist sie eine Klasse A-Adresse. Okay, Klasse A sagt aber noch etwas. Klasse A sagt, dass wir die ersten 8 Bit im Netz haben. Die ersten 8 Bit bezeichnen also das Netz. Und wenn da die 0 weg ist, dann haben wir nur mehr 7 Bits übrig fürs Netz, gell? Nicht gut, gell? Also das ist ja CIDR, das löst dann das so ein bisschen auf, gell? Klasse B, wir beginnen mit 1,0. Klasse C, wir beginnen mit 1,1,0. Aha, gell? Also haben wir da schon sehr, sehr viel Adressen, eigentlich, ja, ein bisschen Verbrauch, gell? Oder da so, ja. Und wenn wir jetzt dann mal schauen, wie schaut denn das dann im privaten Bereich aus? Im privaten Bereich, gell, also es sind private IPv4, gell, dort haben wir jetzt diese 3 Klassen, die wir wiederfinden. Und zwar haben wir da einmal Klasse A, das beginnt mit einer 10. Gell, also ein Klasse A-Netz beginnt immer mit einer 10. Und zwar steht hier slash 8, gell? Das heißt also, wir haben 8 Bit im Netzbereich und wir haben dann den Rest, also 24 Bit im Hostbereich, gell? Das heißt also, wir haben wie viele Rechner in diesem Klasse A-Netz? Wir haben maximal 2 hoch 24 Rechner. 2 hoch 24, das sind viel, das ist 16 Millionen, gell? Also wir können mit einem Klasse A-Netz 16 Millionen Rechner definieren, gell? Und ja, wie schaut denn das aus, gell? Also da haben wir also eine 10 und wenn wir die 10 mal schauen, gehen wir da mal etwas anschauen. Und zwar, ja, haben wir da, wenn wir da schauen, das ist also 10 und dann stirn geht das, gell? Wenn wir da 0.0. Wenn wir 3, gell? Das heißt also, diese 10, das ist die erste Stelle, gell? Und zwar ist das also das erste Byte. Und 10 ist also die dezimale Darstellung. Und wie werden 10 dargestellt? Als 1, 0, 1, 0. Also 1, 0, 1, 0, das ist 10. Wie schaut denn das jetzt aber binär aus? Also binär wäre das dann, wir müssen vorne mit Nullen auffüllen, gell? Also 0, 0, 0, 0 und dann 1, 0, 1, 0. Das wäre also der Netzanteil, gell? Von unserem privaten A-Netz. Gell? Und diese CIDR-Schreibweise, die verlangt uns, dass wir hier auch angeben, wie viele Bits Netzanteil sind, gell? Okay, also müssen wir hier korrekterweise schreiben, wenn das ein 8-Bit ist, so 8/8. Also das da, das ist das Netz, gell? Also das könnte man jetzt auch eine bestimmte Farbe geben, da, so Klick, das ist Netz. So, und jetzt kommt 0.0.3. Also 0.0, das heißt, es folgen weitere 2 Bytes, alles auf 0. Gell? Also könnte man dort hergehen und sagen, das ist also 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Also das war jetzt die erste 0 und dann 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Zweite 0. Und jetzt kommt 3. Was ist ein 3? 3 ist 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1 und 1. So, das ist also unsere Adresse, bestehend aus 8 Bit Netz und 24 Bit Host. Gell? Und das Ganze, das ist eine private Adresse, weil es mit diesem 10 beginnt hier. Gell? Und dieses ist das ist das erste Beispiel. Kennen wir irgendwoher ein privates 10er-Netz? Und die Antwort ist ja. Gell?
Also unsere Schule, die hängt ja eigentlich nicht direkt im Internet. Die hängt an einer Glasfaser im Provinznetz. Und dort haben wir eine solche Zehneradresse. Die Schule hat keine öffentliche IP-Adresse. Die Schule hat eine solche Zehneradresse der Provinz. Und wir können dann eben dort drin arbeiten. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, gibt es nur Zehneradressen? Oder gibt es auch andere private? Ja, es gibt auch andere, geil. Und zwar gibt es da einmal da die 10, das ist eine A-Klasse. Es gibt auch B-Klasse-Netze. Und zwar, da gibt es mehr davon. Geil? Und zwar von 172.16.00 bis 172.31. Das sind die B-Klasse-Netze, die privat sind. Und zwar gibt es da 16 davon. Wir können also privates B-Klasse aufbauen und manchmal sieht man da 172.16, das ist das, was man am häufigsten sieht, gell? Also das erste Mögliche. Und dort drinnen haben wir dann die Möglichkeit, ein B-Klasse-Netz aufzubauen. Und zwar, ihr seht es da schon, laut alter Definition steht hier slash 16, gell? Okay, also gemäß Netzklasse B historisch, gell? Nach neuer Definition steht slash 12. Das heißt also, nach neuer Definition haben sie gesagt, Moment, 16 bis 31, da haben wir ja noch ein paar Bit übrig, gell? Und haben das dann reduziert, den Netzanteil auf 12 Bit und haben dann 20 Bit für die Hosts gelassen, gell? Aber ich sag's ja, meistens, gell, wenn jemand ein Netz im B-Klasse-Netz privat aufbaut, dann verwendet er slash 16. So, und jetzt sind wir schon in Teufelsküche. Wie um alles in der Welt kann sich jemand trauen, slash 16 zu schreiben, wenn hier der slash 12 steht? Das ist, weil wir den Netzanteil verschieben können. Wir können also diesen Netzanteil, der gelb ist, größer machen. Und so können wir neben einem Anteil fürs Netz, der eben vorgegeben ist durch die Adresse, also in dem Fall slash 8, können wir den Netzanteil noch größer machen. Und so ist es möglich, zwischen den 8 Bit und dem, was wir noch dazu nehmen, mehrere Subnetze zu definieren. Gell? Wir können also hier ein Netz machen, das steht 10.0.0.12 slash 24 zum Beispiel. So. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie ein Netz und die Adressierung im Netz zum Beispiel in unserer Schule ausschauen könnte. Also in unserer Schule haben wir dann Adressen, die sind zwar 10er-Adressen, wir nehmen aber 24 mit für den Netzanteil. Das heißt also, wir haben also mehrere Netze definiert, und zwar ja, und ganz viele. Wir haben also 2 Byte genommen, gell? Und diese 2 Bytes hier, gell, die können wir nehmen, um verschiedene Netze innerhalb des Netzes zu definieren. Wir haben also mehrere so IP-Bereiche, IP-Domäne. Und ja, das ist dann eine feine Sache, weil dann kann man innerhalb der Schule Routing betreiben. Gell? Also wir haben also Routing-Möglichkeiten. Es gibt also in der Schule Postboten. Und das sind unsere IPv. Also IP-Level 3 Switches, gell? Also unsere IP-Level 3 Switches, die haben Routing-Funktionen und die routen von einem Labor ja, in die anderen Netze, gell? Also von einem Labor ins andere oder vor allem oft von einem Labor ins Server-VLAN, gell? Und so hat man also in der Schule nicht ein Netz, sondern mehrere, gell? Jetzt wollen wir das mal anschauen, wie das ausschaut da. Also der Zehner, der bleibt, gell? Also können wir das dort oben, gell? Das kommt dann hier hinunter. Gell? Also 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So, das ändert sich nicht, gell? Und das ist dann auch vorgegeben. Gell? Also das ist also der Netzanteil, der durch die Architektur der Adresse gegeben ist. So, und wenn wir jetzt da schauen, die Sondre, die Nuller da, da haben wir wieder 16 Nuller, die weitergehen. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, fertig. Und das da,
das ist auch Netzanteil. Aber der ist durch SAP-Netz entstanden. Gell? Also könnte man da gelb machen. Gell? Und in der Praxis ist es auch gelb. Aber wenn wir unterscheiden wollen zwischen dem, was uns das Netzwerk durch die Definition der Adresse ergibt und das, was wir dann erweitert haben, gell? Dann könnten wir hier auch eine andere Farbe nehmen. Gell? Okay? So. Also, das ist also das durch Subnet entstandene Netzanteil. Mhm. So, und dann kommt der Hostanteil. Gell? Und da kommt 12. Ja, was ist denn 12? 12 ist also 0. 0, 0, 0. Und dann kommt eine 8 und eine 4 und 0, 0. Mhm. Okay. Ja. Das wäre also eine solche Adresse, wie sie dann typischerweise in der Schule vorkommt. Mhm. Dann haben wir die B-Klasse dann gehabt. Gell, die B-Klasse ist das 172 16 irgendetwas. Und dann haben wir noch etwas gehabt. Dann haben wir etwas gehabt, das ihr kennt. 192 168 0 und so weiter. Bis 192 168 und so weiter. Also das sind C-Klasse-Netze. Und zwar, diese C-Klasse-Netze, die privaten, die beginnen alle mit 192, 168. Und laut klassischer Definition, gell, also von vor 40 Jahren, gell, haben wir hier die Möglichkeit dann gehabt, 256 davon zu definieren. Und zwar, wo wird das definiert? Wo sind denn die 256? Das ist die dritte dezimale Stelle. Und in jeweils drinnen haben wir 256 Adressen, wovon also die erste nicht frei ist und die letzte auch nicht. Also 254 Rechner haben wir in einem solchen C-Klasse-Netz klassisch drinnen. Gell? Okay, also der Rechner, der Host ist in der letzten Stelle. Mhm. Okay, das ist dann durch dieses CIDR aufgelöst worden. Da haben wir auch slash 16, gell? Aber die wird fast immer als slash 24 gesehen. Gell? Also ich muss ehrlich sagen, also slash 16 habe ich nie gesehen, ich habe immer slash 24 gesehen. Gell? Mhm. Okay, also zum Beispiel haben wir da die Netze 192, 168, 0 und dann eben slash 24, also die ersten drei Byte sind Netzanteil und das letzte Netz ist dann 192, 168, 255 und das vierte ist dann der Host, gell? Mhm. Okay, ja, also, damit, wo haben wir das, wenn wir zum Beispiel so einen privaten ADSL-Router oder sowas dann haben, dann ist der sehr häufig mit der Adresse 192, 168, 0 und dann 1 ausgestattet, gell? Okay. Und das ist dann eigentlich klassisch eine Klasse C-Adresse. Okay, so, was ist denn hier alles drinnen eigentlich? Hier ist sehr viel drinnen und jetzt habe ich da so ein Beispiel. Und zwar ist das ein Beispiel eines Raspberry Pi Netzes und zwar basiert es da auf Debian und Debian konfiguriert oder hat also das da so definiert hier und zwar können wir in einer Datei eine Konfiguration der Schnittstelle dann eintragen. Gell? Und zwar könnte man da sagen, das ist genauso C-Klasse, gell? Und das hat einen Netzanteil 192.168.0. Woher weiß ich, dass das der Netzanteil ist? Weil ich die Netzmaske hier habe. Und die Netzmaske ist das, was ich hier bei dieser CIDR-Schreibweise als Slash und Anzahl der Bits dann habe. Gell? Und slash 24 bedeutet, dass ich 24 Stellen fürs Netz habe. Und wie wird die Maske aufgebaut? Die Maske hat so viele Stellen auf 1, wie ich hier eben angebe, 24. Und wenn ich die dann, die alles 1er sind, dezimal darstelle, was kommt denn dann raus? Dann kommt das raus, dann kommt 255, 255, 255 und dann das letzte ist 0. Gell? Also ich habe so viele Einsen, wie ich hier dieser CIDR-Schreibweise angegeben habe und der Rest ist dann 0.
Und wenn ich eine solche Maske mal darstellen will, gell, also das da Mask gell, slash 24, gell, das bedeutet, ich habe 24 Einser. Gell, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das wäre eine, ja, das wären die 24 Einser und dann kommen die Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Gell? Also die Maske hat immer einen Anteil von Einsen und einen Anteil von Nullen. Gell? Und klassisch eben haben wir eben die Masken gehabt. Jo, slash 8. 8 Einsen für eine A-Klasse. Gell? Definition 1981. 16 ein Bit dann für eine B-Klasse. Immer Definition 1981 und 24 Bit für die C-Klasse, gell? Okay, erst aufgelöst dann durch dieses CIDR 1993. Gell? Also, wenn wir eine Bitadresse angeben, ist wichtig zu wissen, was die Maske ist oder wie viele Einser wir eben in dieser Maske dann haben, gell? Okay, und das ist dann eine Schreibweise, dass man das dezimal angibt, gell? So, dann gibt es noch was anderes. Es gibt die Network-Adresse. Was ist denn die Network-Adresse? Das ist die Adresse des Netzes, in dem wir sind. Und wie ermitteln wir die? Die ermitteln wir, indem wir von der IP-Adresse jenen Teil herausnehmen, der von der Maske gegeben ist. Gell? Und den Hostanteil, den gehen wir auf 0 setzen. Gell? Also, wenn der ganze Hostanteil dann auf 0 ist, dann ist das die Netzadresse des IP-Bereiches, den wir haben. Gell? Wenn wir also da diese Adresse da nehmen würden, gell? Dann, was ist denn dann die Netzadresse? Die Netzadresse ist der Teil, der rechte Teil, den wir also aus der Adresse holen können und der Rest wäre dann 0. Gell? Also da müssen wir den ganzen Hostanteil auf 0 setzen. Dann kriegen wir die Adresse des Netzwerkes, in dem wir sind. Gell? Okay, und das ist hier angegeben, das ist die Netzadresse. Und dann gibt es halt noch etwas, das ist die Broadcast-Adresse. Gell? Ja, wir haben ja letzte Woche da so Kommunikationsformen gesehen und da haben wir auch gesagt, es gibt da Broadcast. Gell? Und Broadcast hat eine eigene Adresse. Und zwar, die Broadcast-Adresse besteht aus der Netzadresse, bei der der Netzanteil alle Bits auf 1 setzt. Und wenn wir hier so eines haben mit eben 8 Bit für den Hostanteil, gell, dann werden diese alle auf 1 gesetzt, gell, und der Netzanteil, der bleibt, gell. Also haben wir hier in dem Beispiel 192.168.0.255, gell. Also das letzte Byte alles auf 1 ist 255. Ja. Und ja, das sind also die Informationen, die man aus dem Netz dann holen kann. Gell? Da haben wir noch was anderes drin gehabt, da haben wir den Gateway drin gehabt, also wo es in die große, weite Welt geht, das ist unser Postbote und gleichzeitig auch einen DNS-Server darstellt auf dem Gerät. Gell? Okay, ja, also das waren also ein paar Dinge zu den Adressen, zu den IPv4-Adressen und da wollen wir dann nächstes Mal ein bisschen weitermachen. Auf Wiedersehen.